Das sind sie, die neuen Zeitschriften des österreichischen Jugendrotkreuzes und des österreichischen Buchclubs. Früher gab es von beiden Institutionen jeweils eigene Zeitschriften für die Volksschule, was natürlich immer ein Dilemma für die Lehrerinnen und Lehrer bedeutete. Nun ist der Glücksfall eingetreten, dass sich diese beiden tollen Organisationen zusammengetan haben und gemeinsam ein hochqualitatives Produkt auf den Weg gebracht haben, unsere neuen Zeitschriften. Zudem ist noch zu erwähnen, dass die beiden Organisationen Jugendrotkreuz und Buchclub zu 100% gemeinnützig arbeiten. Das heißt, der gesamte Erlös fließt wieder zurück zu den Kindern in die Schulen. Einerseits über die Leseförderung und andererseits über die humanitäre Bildung des Jugendrotkreuzes sowie über alle Angebote, die das Jugendrotkreuz macht, zum Beispiel Radfahrprüfung, Verkehrserziehung, Schwimmausbildungen und so weiter. Schrift und Illustration und Inhalt dieser Zeitschriften sind sehr gut abgestimmt auf das Alter der jeweiligen Zielgruppe. Man kann mit den Zeitschriften sehr gut differenzieren. In jedem Monat wird ein Thema in allen Zeitschriften bearbeitet, natürlich auf unterschiedlichem Niveau. Und somit kann ich sehr gut differenzieren. Ich kann eine Zeitschrift aus einer niedrigeren Klasse oder eine Zeitschrift aus einer höheren Klasse heranziehen und das gleiche Thema mit allen Schülern bearbeiten, aber auf unterschiedlichem Niveau. Für die Lehrer ist noch ein großer Pluspunkt, dass im Internet umfangreiches Material downloadbar ist. Unter www.gemeinsamlesen.at findet man eine Menge hilfreicher Materialien zu den einzelnen Themen, seien es Lieder, Songs zu den englischen Teilen, seien es Gedichte oder Lesefragen, umfangreiches Material zu allen Themen in den Zeitschriften. Ich kann diese Zeitschriften nur wärmstens empfehlen. Probieren Sie sie aus, Sie werden begeistert sein.